Hallo, wir sind Biggie und Flo von phototravelers.de und nehmen euch heute mit zu den schönsten Sehenswürdigkeiten auf dem Peloponnes. Seid gespannt, wir stehen hier schon an einer der tollsten Attraktionen, nämlich in Olympia, im antiken Olympia. Ja, wir nehmen euch jetzt mit und wenn euch unser Kanal gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Ein Weg, um auf die Peloponnes zu gelangen, führt über diese große Brücke. Die kostet zwar Maut, ist aber ein schönes Erlebnis, um auf die griechische Halbinsel zu fahren. Denn ab dann beginnt ein Abenteuer. Die erste Top-Sehenswürdigkeit, die wir dir zeigen wollen, ist Olympia. Ehrlich gesagt war es für uns ein großer Traum, der da in Erfüllung ging. Einmal das antike Olympia bestaunen. Und ja, es ist so spektakulär, wie man es sich vorstellt. Wie etwa die Überreste des Tempels der Hera. Wir stehen jetzt hier am Altar der Hera und hier wird immer das olympische Feuer entzündet. Also hier wird die Fackel entzündet, da wird dann ja ein tolles Event draus gemacht. Sieht man hier auch auf der Karte. Und dann geht der Fackellauf los. Und der erste Fackellauf war 1936 zu den Olympischen Spielen in Berlin. Als wir durch den Torbogen in das antike Stadion einmarschieren, läuft uns ein Schauer über den Rücken vor Ehrfurcht. Hier begannen die Olympischen Spiele. Seit Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus befindet sich die Laufbahn an diesem Ort. Weiter geht es zum Zeus-Tempel, der 470 vor Christus entstand. In dem Tempel befand sich auch die damalige Zeus-Statue. 500 Jahre nach Christus wurde das Gebäude durch ein Erdbeben zerstört. Von ihm sind lediglich noch umgestürzte Säulen und deren Einzelteile vorhanden. Doch die sind gewaltig. Auf dem Gelände gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu entdecken. Besonders interessant fanden wir das Archäologische Museum Olympias. Hier siehst du gerade die Entwicklung des Kampfhelmes. Irgendwann sind die Ohren der Krieger nicht mehr bedeckt, sodass sie besser hören konnten. Aber auch die Außenfassaden der Tempel waren hier restauriert aufgebaut. Im Museum der Geschichte der antiken Olympischen Spiele kannst du dann uralte Diskusscheiben und Lorbeerkränze bewundern. Auch sehr spannend. Unser nächster Spot ist außergewöhnlich. Wir suchen eine Zahnradbahn, die durch die riesige Voraikos-Schlucht fährt. Um näher in die Schlucht zu gelangen, fahren wir an Olivenplantagen vorbei auf einer Schotterstraße. Auch schon ein kleines Abenteuer an sich in wunderschöner Natur. Wir sind umgeben von riesigen Felswänden mit rotem Stein. Ein wenig typisch griechischen Stau gibt es auch. Hier im Landesinneren muss man Gemütlichkeit an den Tag legen. Und dann sind wir am Ziel angekommen. Von dem kleinen Ort Diakopto führen die Schienen der Schmalspurbahn hinein in einen Bergort. 22 Kilometer ist die Strecke lang, die durch die raue, wilde Natur führt. Tief in die Schlucht hinein. Das hier ist jetzt ein richtig abgefahrener Spot. Wir stehen hier in einer Schlucht. Hier fährt eine Zahnradbahn durch. Und man läuft hier sozusagen an den Gleisen. Hinter mir seht ihr die Tunnel. Also es ist Wahnsinn. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wanderst du wie wir an den Schienen durch die Schlucht, das zieht sich aber ganz schön, weil der Boden recht uneben ist. Oder aber du nimmst den Zug und fährst die ganze Strecke oder nur einen Teil davon. Wenn du die Wanderung an den Gleisen machst, dann ertönt irgendwann der Pfiff des Lokführers, der die Wanderer davor warnt, dass der Zug eintrifft. Jetzt gilt es, eine gute Position zu finden, an der du sicher in der Schlucht stehen und der Zug mit sehr viel Abstand an dir vorbeifahren kann. Rücksichtnahme von beiden Seiten ist hier das, was das Erlebnis ausmacht. Wir waren von der Voraikos-Schlucht sehr begeistert und haben hier sehr viel Zeit zum Fotografieren verbracht. Die Landschaft ist wirklich außergewöhnlich und etwa alle halbe Stunde kommt immer der Zug, diesmal aus der anderen Richtung. Für Fotografen ist das hier jedenfalls ein Paradies. Unser Roadtrip bringt uns nach Sparta, zu den bekannten Kriegern. Das Volk der Spartaner wanderte später aus und gründete in der Nähe von Sparta die Stadt Mystras. Die byzantinische Ruinenstadt zählt heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Sie entstand zur Zeit des 4. Kreuzzuges. Neben bemerkenswert schönen Kirchen, die noch top erhalten sind, lohnt es sich, alle Ruinen zu erkunden. Nicht nur die Landschaft ist sehr beeindruckend, sondern auch die alten Gemäuer. Je höher wir hinaufsteigen, desto schöner wird der Blick auf die Ruinen von oben. Ebenfalls sehenswert ist der Despotenpalast.
Als es noch Konstantinopel gab, war der Palast der größte byzantinische Repräsentationsbau direkt nach dem Palast in Konstantinopel. An der Fassade erkennst du den italienischen Baustil. Wir wandern nun höher hinauf auf den Hügel. Als allererstes wurde die Festung 1249 errichtet. Die Festungsmauer kannst du heute noch besichtigen. Von dort oben aus hast du einen grandiosen Blick hinab über ganz Mystras. Die Festung war sehr beeindruckend und ist eines der Highlights hier in der Ruinenstadt. Vom Innenteil sind nur noch Fragmente übrig, auf die Festungsmauer kommst du jedoch hinauf. Wir laufen jetzt wieder ein Stück hinunter und gelangen zum Kloster Pantanassa. Das Innere des orthodoxen Klosters ist sehr sehenswert. Es ist als einziges noch aktiv. Seit 1988 gehört das Theater von Epidauros zum UNESCO-Weltkulturerbe. Es ist riesig, die Akustik hervorragend. Das Theater von Epidauros ist atemberaubend und ein Erlebnis. Hier am Mittelpunkt im Theater hörst du, wie die Töne bis hinauf zu den Zuschauerrängen getragen werden. Dieses außergewöhnliche Bauwerk stammt aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Bei Epidauros handelt es sich um die antike Kultstätte für einen Heilgott. Neben des Theaters kannst du auch Überreste von Tempelanlagen sehen. Hier befand sich eine Art Heilanstalt. Auch sehenswert ist das Stadion von Epidauros. Das ist noch sehr gut erhalten. Auf einem Hügel weithin sichtbar steht dieses weiße Zelt. Darunter verbirgt sich kein geringerer als der Apollon-Tempel. Er zählt zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in ganz Griechenland. Er ist abgeschirmt von Sonnenlicht und jeglicher Verwitterung. Der Grund dafür liegt auf der Hand, er ist der zweite griechische Tempel seiner Art, der so gut erhalten ist. Natürlich ist er auch Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Noch heute sind knapp 40 Säulen perfekt erhalten. Vor diesen imposanten Säulen zu stehen, ist definitiv ein Erlebnis. Der Kanal von Korinth ist berühmt. 84 Meter geht es hier in die Tiefe. Von der Brücke aus kannst du in den Kanal von Korinth hineinblicken. Früher sah es toll aus, wenn riesige Schiffe durch den Zugang fuhren. Da der Kanal nur 26,4 Meter breit ist, kommen große Schiffe hier bereits an ihre Grenzen. Daher dürfen nur Schiffe den Kanal passieren, die nicht breiter als 17 Meter sind. Oftmals bleiben nur wenige Zentimeter an den Seiten frei für die Durchfahrt. Der Kanal von Korinth ist über 6 Kilometer lang und trennt die Halbinsel Peloponnes vom Festland. Ein weiteres Highlight wartet auf dich in der Lusius-Schlucht. Wir wandern in die Schlucht hinein. Sieht die Landschaft nicht abgefahren aus? Vor uns erheben sich riesige Felswände. Und dort drin befindet sich ein abgefahrenes Bergkloster, das Kloster Podromo. Die Hütten wurden auf Stäben in den Fels hineingebaut. Die Konstruktion ist mehr als abenteuerlich. Würdest du dich hier trauen zu schlafen? Als wir vor Ort waren, war es geschlossen. Dennoch sieht es sehr imposant aus und es lohnt sich, dort einen Fotostopp zu machen. Zumal der Blick zurück in die Schlucht ebenfalls atemberaubend ist. Hier haben wir einige Zeit verbracht. Die Lusius-Schlucht ist auf jeden Fall eines der Highlights auf der Peloponnes. Sonnenaufgang an der großen Lagune. Sie liegt direkt am Feudokilia Beach. Er ist in unseren Augen einer der spannendsten Strände auf der Peloponnes. Die Bucht liegt eingebettet in einem Halbkreis am Meer. Aus der Luft betrachtet sieht es aus wie ein See im See. Der von Sand eingerahmte Strand mit dem See im Hintergrund wirkt wirklich nicht von dieser Welt. Dazu kommt noch das spektakuläre Farbenspiel von türkisem Wasser, das auf den hellbraunen Sand trifft. Eingerahmt ist der Strand zudem von einem Hügel, auf dem eine Burg steht. Wir sind jetzt hier am Meer und jetzt wandern wir nach oben zu einer Burg und haben von dort einen tollen Ausblick. Wir sind schon gespannt. Von dem Strand Chrysiamos aus gelangst du über einen schmalen Wanderweg hinauf zur Festung. Insgesamt 45 Minuten sind angeschrieben. Die Tour ist einfach und der Weg nicht zu verfehlen. Oben angekommen führt dich der Pfad in die Festung hinein und dann oben auf der Mauer entlang. Schließlich eröffnet sich dir von dort oben eine traumhafte Aussicht auf die ganze Umgebung sowie die spannende Form des Strandes, der nun zu deinen Füßen liegt. Auf der anderen Seite blickst du auf die Bucht von Navarino. Sie ist für die Griechen sehr bedeutsam, denn 1827 gab es hier die große Seeschlacht von Navarino, durch die die Griechen die Osmanen besiegen und so wieder ihre Unabhängigkeit erlangen konnten. Dieser Felsen im Meer ist nur über eine Straße zu erreichen.
Dort im Felsenhang befindet sich der schönste Ort der Peloponnes, Monemvasia. Eingerahmt von riesigen Mauern ist dieser Ort absolut sehenswert. Wir haben so etwas noch nie zuvor gesehen. In die Stadt selbst kommst du nur zu Fuß. Lasten werden mit kleinen Handwagen transportiert. Wir gehen jetzt in die Stadt hinein und schauen uns um. Es ist total urig hier. Die kleinen Gässchen sind sehr verwinkelt. Überall sitzen Katzen und das Flair ist unglaublich. Die Felswände schützen die Stadt. Hallo aus Monemvasia. Das ist eine wunderschöne Stadt, die auf einer kleinen Insel und auch nur an einem Eck, quasi in diesem Quadrat, am Hang in dieser Insel liegt. Also total abgefahren. Und ja, es ist wunderschön hier. Wir können nur sagen, kommt hierher, lauft durch die Gassen, es ist ein Traum. Die Stadt Monemvasia hat uns am besten auf der Peloponnes gefallen und das Flair war wirklich unglaublich hier. Außerhalb der Stadtmauer steht noch ein Leuchtturm. Die Stadtmauer ist noch super erhalten. Wir begeben uns jetzt hinauf auf den Felsen, denn dort oben stehen noch eine riesige Festung sowie eine Kirche. Über Treppen geht es hinauf, hoch hinaus über die Stadt. Wir betreten jetzt gleich das Tor zur Festung. Davor schauen wir noch einmal hinunter auf Monemvasia. Sieht das nicht herrlich aus? Die Wanderung hinauf zur Festungsanlage lohnt sich auf jeden Fall sehr. Dort kannst du sehr viel erkunden. Wir erkunden mit euch heute das antike Messenia und hinter mir befindet sich schon das antike Stadion, das noch gut erhalten ist. Ich stelle mir dann immer vor, was hier wohl stattgefunden haben mag. Ja, auf jeden Fall irgendwelche Wettkämpfe, vielleicht gab es auch Speerkämpfe, Wagenrennen, man weiß es nicht so genau. Es sieht auf jeden Fall richtig toll hier aus. Es ist in der Tat sehr beeindruckend. Das Stadion von Messene ist in einem super Zustand. Neben den Spielen in Olympia fanden hier ebenfalls Wettkämpfe statt. Die antike Stätte von Messene ist eine weitere Top-Sehenswürdigkeit auf der Halbinsel Peloponnes, für die du auf jeden Fall Zeit einplanen solltest. Im Altertum hieß der Ort Messenien. Die Stadt wurde 369 vor Christus von den Messeniern gegründet. Direkt am Eingang erwartet dich das riesige Theater von Messene. Die Größe und die Bauart sind definitiv beeindruckend. Neben einem kleineren Theater erwarten dich noch Tempelanlagen mit antiken Säulen und weitere spannende Ruinen. Am Ende findest du noch eine metallenähnliche Anlage mit vielen Säulen. Zudem gibt es hier alte Grabanlagen, ein Mausoleum und weitere Säulenanlagen. Dieser Bereich hat uns sehr beeindruckt. Vor Ort finden auch immer noch Ausgrabungen und Arbeiten statt. Wir schauen uns jetzt mit euch das antike Mykene an und wir machen jetzt gleich mal einen Soundcheck, denn hier ist die Akustik ganz besonders. Bitte? Krass, oder? Wie dieses Bauwerk diesen Ton widerspiegelt. Ich gehe noch ein Stückchen weiter hinten, nach hinten. Hinten war es noch ein bisschen. Von diesen Gräbern gibt es einige in der antiken Stätte von Mykene. Natürlich hat jedes Grab an sich eine spannende Akustik. Das liegt an der besonderen Bauart im runden Stil. Jedes Grab ist anders und gleicht einer riesigen Festung wie aus einem Film entsprungen. Nur dass das hier wirklich von Menschenhand gebaut wurde. Beeindruckend. Das Highlight und bekannteste Motiv Mykenes ist das Löwentor. Es zählt zu den schönsten Sehenswürdigkeiten auf der Peloponnes. Den Namen trägt es aufgrund der zwei flankierenden Löwen. Wir stehen jetzt hier in der riesigen Festung Palamidi. Unter uns ist der Ort Nafplio und von dort aus könntest du über 800 Treppenstufen nach oben wandern. Du kannst aber auch bequem mit dem Auto hierher kommen, das haben wir auch gemacht, ich gebe es zu. Und jetzt schauen wir uns diese große Festung an, wir sind schon sehr gespannt. Die riesige Festungsanlage thront über der Stadt Nafplio am Argolischen Golf. Die Festung Palamidi wurde von den Venezianern erbaut. Elemente wie venezianische Löwenfiguren finden sich überall auf der Festung. Die Anlage besteht aus 8 Bastionen und ist sehr weitläufig. Wir waren hier über eine Stunde unterwegs und haben vor allem den Ausblick genossen. Also Leute, das ist hier so ein riesiges Areal. Wir sind total geflasht. Hier kann man echt Stunden verbringen.
abgefahren. Das ist wirklich, hier geht's rauf, runter, überall gibt's was zu entdecken, macht wirklich Spaß. Der Bau der Festung wurde um 1711 vorangetrieben, um von dem Hügel aus die Stadt, den Hafen und den Argolischen Golf kontrollieren zu können. Doch bereits 1715 wurde die Festung von den Osmanen eingenommen und lange belagert. Die Osmanen bauten die Festung auch aus. Den besten Blick auf die Festung hast du von einer weiteren Burgruine, Akronauplia Nafplio, gegenüber. Hier siehst du auch nochmal deutlich die vielen Stufen, die zur Burg hinaufführen. Dieser Punkt ist sehr beliebt für den Sonnenuntergang mit Blick hinunter zum Stadtstrand. Dieses Wasser kommt von den Nida-Wasserfällen und dorthin wandern wir nun. Der Wanderweg ist nicht zu übersehen und bringt dich direkt zu den Sehenswürdigkeiten. Zuerst gelangst du zum unteren, kleineren Wasserfall. Die Fälle sehen toll aus. Um zum größeren Wasserfall zu gelangen, folgst du einfach der Beschilderung und Markierung. Im Hochsommer sind ja auch viele Badegäste vor Ort. Im Winter hast du die Wasserfälle ganz für dich alleine. Die Nida-Wasserfälle sind sehr beliebt. Kein Wunder, oder? Hier ist es wirklich traumhaft schön. Fotografen werden hier für Aufnahmen längere Zeit einplanen müssen. Im Sommer solltest du früh vor Ort sein. Die Halbinsel Mani auf der Peloponnese liegt in der Mitte der Insel. Die Landschaft hier ist ganz anders als auf der übrigen Insel. Hier ist die Natur wilder, unberührter, rauer. Und hier befindet sich auch das höchste Gebirge der Peloponnes. Die Küstenregion ist ebenfalls sehr schön. Typisch für Mani sind die Wohntürme, die du hier in der Ortschaft Vatia Mani siehst. Heute befinden sich in den Türmen Ferienwohnungen und kleinere Pensionen. An der Westküste ist das Wasser traumhaft türkis und es gibt noch eine weitere Besonderheit. Eine riesige Tropfsteinhöhle, der wir einen Besuch abstatten. Die Höhle Flüchade Diros Mani ist absolut sehenswert und lohnt einen Abstecher. Wir waren sehr beeindruckt. Zur Hauptsaison fahren hier sogar Boote auf einem See in der Höhle. Wir stehen jetzt hier am Eingang der Festung Akrokorinth und sind schon sehr gespannt, was uns jetzt hinter diesen Mauern erwartet. Der Blick hier in die Ferne ist jedenfalls schon sehr atemberaubend und ja, jetzt kommt mit! Akrokorinth ist eine riesige Festung in der Nähe des antiken Korinths. Das älteste Gebäude stammt aus der Zeit um 657 vor Christus. Nach diversen Schlachten und einem Erdbeben, das die Festung erschütterte, wurde die Festung erst wieder im 3. Jahrhundert interessant. Nach den üblichen Belagerungen, es regierten erst die Makedonier, die Römer, Franken, Osmanen, die Venezianer, die Slawen, gelangte die Festung 1827 wieder zurück in griechische Hand. Heute kannst du in der Festung einige Erkundungen anstreben und viel entdecken. Die Reste der byzantinischen Kapelle etwa wurden auf den Grundmauern des Tempels der Aphrodite gebaut. Der Blick von hier oben ist gigantisch. Unser Weg verläuft hier auf der Festungsmauer entlang. Wir kommen an einen großen Aussichtsturm und da steigen wir nun hinauf. Von der Festungsmauer aus hast du einen grandiosen Blick auf den Kanal von Korinth sowie die antiken Stätten von Korinth. In 575 Metern Höhe von einem Hügel aus konnten die damaligen Erbauer der Festungsanlage perfekt alles überwachen. Die Aussicht hier oben ist aber wirklich atemberaubend und es lohnt sich, hier hinaufzusteigen. Jeder Belagerer hat in der Festung einen Teil hinterlassen, somit kannst du dort Mauern einer venezianischen Kirche, osmanische Hauswände, Brunnen und Zisternen und sogar Moscheen entdecken. Wir sind auch ins Innere der Festung gelangt. Da siehst du dann erst, wie groß und riesig die Festungsmauern angelegt waren. Wir hoffen, unsere 15 Sehenswürdigkeiten auf der Peloponnes haben dir gefallen. Weitere Sehenswürdigkeiten und Fotospots findest du wie immer auf unserer Webseite www.phototravelers.de.